Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Sendung. Heute sind wieder Tiere bei uns im Studio. Birgit ist da und Kerstin vom Tierheim in Worms. Und ich habe die Bambi auf dem Arm und bei der Birgit ist die Can. Ist der Can? Ja, genau. Und die zwei gehören auch zusammen. Das ist ein Pärchen und die waren immer zusammen und kommen, also werden auch wieder zusammen vermittelt. Mhm. Die wurden jetzt bei uns abgegeben, ja, sagen wir es mal so. Es ist immer lustig, was sich die Leute manchmal einfallen lassen. Also da hieß es angeblich, der Vorbesitzer hätte, also der Vorbesitzer vom Haus hätte sie zurückgelassen. Mhm. Dann haben wir gehört, jetzt wo abgegeben worden ist, sie hätten sie doch gekauft. Also man weiß nicht, was man da glauben soll. Fakt ist, die waren immer in einer Außenhaltung jetzt draußen. Mhm. Die sind 2021 im Januar geboren, sind noch nicht alt. Nee, sind noch ganz. Waren jetzt das ganze 21er Jahr in der Außenhaltung und wurden jetzt bei uns abgegeben. Mhm. Bei uns ist es mittlerweile allerdings so, wir haben die Außenhaltung jetzt gesperrt, weil wir haben ein warmes Kleintierhaus. Genau, weil es so kalt ist. Die müssen jetzt über den Winter rein, kann man aber im Sommer auch wieder raustun. Aber dann muss es auch gesichert sein. Genau. Dementsprechend von oben, rechts, links, von allen drei Seiten. So gut gesichert, dass weder ein Marder, noch ein Greifvogel, noch ein Fuchs dran kann oder andere Katzen. Ja. Also Katzen generell auch. Mhm. Das sollte halt so wirklich alles abgesichert sein. Und guck mal, sie ist, die Bambi ist total entspannt. Ja, die schläft jetzt. Die ist total tiefenentspannt. Aber sie brauchen auch ein großes Gehege, wenn sie drin sind, ne? In der Wohnung sollte es eine offene Wohnungshaltung sein. Ja. Wenn man tagsüber nicht da ist, wenn man arbeiten geht, sollte es ein großes Gehege sein. Aber da werden die Leute bei uns noch aufgeklärt. Ja, das ist genau, gar kein Problem. Genau. Sie sind wirklich ein ganz tolles Pärchen. Ja. Sind absolut handsam, total lieb, verschmust. Denn guck mal, ganz das sieht tolle. Man jetzt. Und auch Einsteigerleute. Ne? Also Einsteigerleute, also Anfängerleute wäre auch gar kein Problem. Mhm. Guck mal, er guckt immer noch ihr. Ja, gell, dass für nichts passiert. So, jetzt holen wir mal den nächsten zu uns. Ja. So. Warte mal. Gut. Gut. Okay. Ich muss heute leider mal. Ich bin ja schon. Ja, hallo, wer bist du? Das ist Bunny. Bunny, passt da noch? Bunny der Hase, ne? Bunny der Hase. Bunny der Hase ist ein ganz tolles Kaninchen, muss ich dazu sagen. Wir haben eigentlich zurzeit nur tolle Kaninchen. Ja, weil das ist auch ganz lieb. Bunny ist ein ganz, ganz süßer. Der wurde zusammen mit einem Bub gehalten. Man hat den Leuten mal wieder gesagt, man kann zwei Bube dazu tun, ist gar kein Problem. Und es hat gekracht. Ja. Aber wie? Siehst du's? Und die Vorbesitzerin hat die dann halt ein, zwei Jahre getrennt gelassen dann. Den einen hat sie kastriert, er musste noch kastriert werden. Er ist jetzt auch mittlerweile, hat auch die Kastrationsquarantäne hinter sich. Er ist 2020 geboren. Ach, auch noch jung, ne? Ist auch noch jung, ist noch kein Alter für ein Kaninchen. Sucht eine liebe Häsin für die Wohnungshaltung. Ja. Er ist nur Wohnungshaltung gewöhnt. Allerdings auch ein Gehege in der Wohnung. In Käfige vermitteln wir nichts mehr, sage ich gleich dazu. Ja, das hat man früher noch gemacht, aber mittlerweile nicht mehr, definitiv nicht. Wer Interesse hat, der kann sich bei uns melden, am besten per E-Mail und soll dann schon Bilder mitschicken, Maler von seiner Lebenssituation und bitte eine Kontakttelefonnummer dazu. Genau. Und halt dazu schreiben, für wen er sich interessiert. Ja, ja. Damit ihr dann auch gucken könnt. Ja, dann tun wir uns mit den Leuten in Kontakt setzen. Schaut ihr dann da auch mal nach? Ja, natürlich. Ne? Aber wir müssen ja erstmal einen Termin mit den Leuten ausmachen, natürlich. Weil wir so auch Fremde zurzeit nicht bei uns reinlassen. Ja. Es ist immer noch Corona und wir achten halt sehr arg drauf. Weil wenn bei uns Corona reinkommt, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus. Ja, und ich muss auch gleich sagen, wir haben keinen großen Abstand, aber wir sind geimpft, getestet. Also deshalb dürfen wir auch so nah beieinander stehen. Ja. Also wie gesagt, Bunny ist ein ganz, ganz Liebe. Ist eher, sagen wir es mal so, ein total Verschmuster. Das merkt man, ne? Ja, also wenn man da auf der Couch sitzt, kommt eher 100%ig total entspannt. Dran. Genau. Und so mit Krankheiten und so hat er auch nicht, ne? Nein, ist gar kein Und auch kein, weil man manchmal, gell, mit den Zähnen? Mit den Zähnen, nee, die werden bei uns ja auch durchgecheckt und da hat er absolut gar keine Probleme damit. Also muss man gar nicht oft zum Tierarzt, ne? Nee, einmal im Jahr. Nur normal, ne? Muss geimpft werden und natürlich, wenn irgendwas ist, wenn mal versprungen ist,
ist oder so, ja, muss man auch zum Tierarzt. Natürlich. Also es kostet halt immer auch ein bisschen Geld, sagen wir mal so. Wissen, egal, ja, was man für ein Tier sich nimmt. Ja, genau. So, dann kriegen wir noch unser anderes Pärchen. Ja, sag mal, ei, ach, wie goldig. Wer ist das? Wen hab ich? So, du hast den Lambert. Ja, Lambert, sag mal. Und ich hab die Lilo. Sag mal, die sind aber auch große. Kälte? Ja, ne? Es geht. Hm? Dreh mal nach oben. Ja, dass man von hinten ist, von so, vorne sieht. So. So. Hm? Also, Lambert, den, wo du jetzt hast, ja, ist Lambert. Und ich habe hier die Lilo. Die kam mit noch zwei anderen Kaninchen zu uns. Wurden angeblich gefunden. Ob es so stimmt, weiß ich nicht, muss ich dazu sagen. Ich kann es dann nie genau sagen. Circa 2020, 2021 geboren. Also Kaninchen zu schätzen ist sehr, sehr problematisch. Mhm. Der Lambert war schon kastriert. Das hat uns sehr gewundert, dass sie dann einen Kastraten aussetzt. Sind ein tolles Pärchen. Wo sind die gefunden worden? Wisst ihr das? Ja, die sind im Vorort von uns, von Worms, gefunden worden. Und zum Glück, ja, was ein Glück zum auch. Glück. Und ist ein tolles Pärchen. Ja. Allerdings würde ich da jetzt nicht unbedingt Anfänger nehmen, weil sie haben doch schon ihre Sachen. Also die Lilo hauptsächlich. Ah. Sie zeigt schon jedem, wo es lang geht. Der Lambert, der ist so treu doof, der macht alles mit. deshalb verstehen die sich aber auch die Lilo, ne, zeigt ihm wirklich, das machst du hängt und das machst du nicht. Ganz einfach. Und das probiert sie auch bei den Menschen zu machen. Und wenn die Leute dann ein bisschen Schiss haben, Angst dann haben, nix, ne, dann probiert sie das recht. Ja, das glaube ich. Und sie was sind das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Rasse? Das sind Widder. Was wir jetzt hatten, waren alles Widderkaninchen, da hängen die Ohren nach oben. Ah, das hat... Aber sehr schöne, ausgefallene Kaninchen, also wirklich wunderbar. Und auch ganz so weich. Ganz weich. Also, und aber so dicht auch, ne? Wunderschön. Und wie gesagt, sie sind auch typische Nager. Es kann sein, dass halt was angenagt wird, aber da muss halt die Wohnung nagersicher gemacht werden. Also man kriegt es hin. Ja, oder man stellt sich um, holt das Möbel raus und Stahlmöbel rein. Ja, ne? Kann man auch machen. So nagen, wie sie wollen. Kann man auch machen. Ne? So, was wir auch noch mit dabei haben, schauen wir jetzt mal nach links am besten, das ist unser Willi. Unser Badagam, der ist ausgewachsen. Wir haben zwei Stück davon. Wir haben noch einen Jüngeren bei uns sitzen. Total fotogen, gell? Ja. Also ja, ihm gefällt es, dass halt Licht, auch so viel Licht kommt und so. Genau. Er liebt das die Wärme. Die, ne? Ja, das auf jeden Fall. Die. Er liebt die Wärme. Ist ein Einzeltier normalerweise. Man kann es mit einem Mädchen probieren. Allerdings muss dann das Terrarium riesengroß sein. Wir haben ihn in einem 3-Meter-Terrarium drin. Und da sagen wir noch, die Leute müssen ein größeres Terrarium haben. Das ist dann noch je größer, desto besser ist es. Und er findet es klasse auch, er ist handsam auch. Also er hat sich anfassen lassen, ich konnte ihn auch vorhin gut einpacken. So ist er lieb. Und hat er eigentlich dann auch Spielzeug oder sitzen die dann die so sitzen ohne? Sehr ruhig da eigentlich. Ah, die kriegen, Und auch kein Bäume oder sowas, also in so einem großen Terrarium. Doch, die haben Wurzeln drin. Ja. Schon so, wäre es hier langweilig. Ja, ne? Natürlich. Und haben Steine, flache Steine, dann Wurzel und Äste. Ah, was wir auch haben, wir haben von den Winzer solche Strauchwurzeln genommen. Das klappt auch wunderbar. Ja. In diesem Terrarium haben wir auch öfters mal eine Schlange drin sitzen, aber das ist jetzt gerade frei geworden und dann ist er reingekommen und das findet er klasse. Ja, ist auch toll. Also muss toll halt sehr warm gehalten werden, ab 28 Grad aufwärts. Also muss dann immer eine Lampe oder was? Ja, es muss Speziallampen dafür gekauft werden. Aber ich denke mal, die wissen, was ein Badagam ist, die wissen auch, auf was sie sich einlassen. Genau. Es ist halt auch eine Kostenfrage, sagen wir es mal so. Also von nichts kommt nichts, dass die Tiere rausgesetzt werden. Ich denke mir, da hat die Kostenfrage halt überwiegt. Aber anstatt dann so bei uns abzugeben oder Bescheid zu geben, dann einfach rauszuschmeißen, ist ganz schlimm für die, sogar das Todesurteil leider. Weil nämlich jetzt geht es in der Herbst rein und der überlebt viel nicht. Zu kalt, Und dann muss man halt, wenn man sie hat, weil wie gesagt, die kriegen ja lebende Heuschrecke und so. Die kriegen Heuschrecken, das muss man halt dann die kriegen auch ein Grünfutter und Wild- und Gartenkräuter bekommen sie.
Da werden die Leute dann nochmal informiert ja, von uns, genau, wie wir es füttern. Ja. Und das sollte man dann auch so am genau. besten beibehalten. Das ist ja das Gute. Natürlich muss so ein Tier auch mal zum Tierarzt. Mhm. Also der muss jetzt nicht geimpft werden oder so. Mhm. Aber es kann immer wieder mal was sein, dass es an der Schuppe irgendwas ist, dass er sich irgendwie einen Riss zuzieht oder so. Und dann muss man halt Spezialtierärzte suchen, ja. die sich auf solche Tiere auch spezialisiert haben. Genau. Es gibt sehr viele Kleintierpraxen, aber es sind auch sehr viele, die sich halt nicht auf Exoten ja, weil das ist ja wieder was haben. Ganz anderes wie jetzt ein Kaninchen. Natürlich ne? ist es was ganz ja. anderes und sind Liebhabertiere, ja. sagen wir es mal so. Ja, aber ich glaube, dass die bestimmt nicht lang bei euch bleiben. Ich hoffe es, es wäre schön. Ne? Also wie ja. gesagt, sie sind beide im Internet drin und Willi haben wir jetzt heute stellvertretend für unsere zwei ja. Badergaben jetzt mitgebracht. Der Willi. Also schüchtern ist er nicht. Nee. So. So. Da kriegst du auch wieder den Lambert. Dann krieg ich jetzt der Theo. Och, Lambert, du musst wieder zurück. Der Theo ist es. Gut. Hallo Theo. Gegenstück zum Bunny. Der hat so ein tolles Braun. Das ist der andere Bub, der abgegeben worden ist, der schon kastriert war. Es ist ein Stehuhrkaninchen. Er hat diesmal keine Schlappohren. Guck mal, wie toll. Ja, toll gemustert, alles ja. drum dran. Ist so schokofarben, ja, bildhübsches Tier. Vor. Genau. Theo ist ein ganz Liebe. Wir hatten ihn jetzt einmal vermittelt gehabt, da hat es aber nicht mit der Häsin funktioniert. Ach so. Und deshalb ist er wieder zurückgekommen, aber macht nichts. Ist gar kein Problem. Bei der nächsten Häsin wird es wahrscheinlich besser. Eben, war eben nicht sympathisch. Es war eine sehr dominante Häsin, sagen wir mal so. Und da muss man halt auch immer wieder schauen, ob es funktioniert oder nicht. Die Leute kriegen von uns ja auch erstmal einen Pflegevertrag gemacht. Egal, wo ein Kleintier hinkommt, wenn es zu einem anderen Kleintier kommt, wird ein Pflegevertrag gemacht, damit die Leute auf der sicheren Seite sind und auch die Tiere halt auch. Weil ihr seid ja doch sehr drauf bedacht. Ja, gell? So soll es auch sein. Wenn die Tiere vermittelt werden, dass auch gut. Ja, ne? Und es soll auch passen, sagen wir es mal so. Theo ist jetzt 2018 geboren. Mhm. Also er ist schon ein bisschen älter, aber so alt auch noch nicht. Aber so eine 3-4-jährige Häsin wäre gar kein Problem. Er ist sehr agil auch, aber nicht so verschmust wie jetzt der Bunny, sagen. Es ist aber, lässt sich streicheln, ne? Das ist ein unkomplizierter Kerl. Und wunderschön. Ja. Guck mal, mit dem Weiß. Ist mal was ausgefallen, mit den weißen Pfoten. Und da oben so ein bisschen wie so ein Rotfuchs, gell? Ja, genau. Und auch da an den Öhrchen, also ein wunderschöner. Auch ein ganz, ganz ja. So. Wir wollten ja heute auch noch einen Hund mitbringen, unseren Bruno. Jetzt hat es allerdings nicht funktioniert, weil Bruno ist nicht ins Auto gestiegen. Bruno wollte nicht heute Auto. Und bevor wir ihn jetzt stressen, haben wir gesagt, dann lassen wir ihn zu Hause. Bruno ist ein tiefer gelegter Rottweiler mit Dackel. Hat einen Rottweilerkopf in Dackelform, Dackelgröße. Ist ein ganz lustiger Hund. Also wer einen urigen Hund mag, wäre es genau das richtig. Ist der Richtige. Allerdings, es ist noch einer, der sehr agil ist. Der ist jetzt 7 Jahre alt, der Bruno. Ist ein ganz, ganz Liebe, aber allerdings auch noch ein bisschen ängstlich. Es wäre optimal, wenn eine souveräne Hündin dabei wäre im Haushalt. Keine kleinen Kinder, größere Kinder. Ist okay. Wäre kein Problem, aber kleinen Kinder bitte nicht. Da er total Angst hat. Ja. Er geht manchmal zurück und das haben wir heute Abend halt auch gemerkt. Autofahren ist nicht so seins. Ja. Da ist er zurückgegangen und dann haben wir beschlossen, nee, wir nehmen jetzt nicht mit. Das ist zu viel Stress für den genau. Hund. Genau, das will man dann auch nicht. So ist er ein ganz, ganz Liebe und wer Interesse hat, der soll sich bitte im Tierheim melden. Genau, und kann sich er ist kastriert, er ist komplett durchgeimpft, entwurmt, alles drum und dran. Also da kann nichts passieren. Ja. Und man muss sich halt auch ein bisschen das Vertrauen vom Bruno erschleichen, sagen wir es mal so. Geht es über Legali? Ja. Haben wir vorhin gemerkt. Gut. Also, das ist das schon mal gut. Gehen. Er darf halt nur nicht so dick werden. Ja, also man muss Maß halten mit dem Also, Legali, dass es jetzt solche Couch-Potatoes sind, ist er nicht geeignet. Er will raus, er will laufen. Er sollte auch noch Hundeplatz Training machen, das wäre optimal. Und Leute, die ihm die Stabilität geben. Ja.
Das in die Sicherheit. Ja, dass er geborgen ist. Damit er langsam merkt, so, aha, ich krieg da nichts Böses gemacht oder so. Natürlich nicht unbedingt Leute, die sofort mit ihm vielleicht irgendwo zum Essen gehen oder so und ihn mitnehmen. Ja. Das ist der größte Quatsch. Besser ist schon mal zu Hause, also sich überhaupt mal zu Hause integriert. Ne? Umso besser klappt es dann auch. Katzen wie viel haben wir auch. Also an Hunden haben wir circa, 25 ungefähr. Ich kann von jetzt groß genau bis sagen. Klein? Groß bis klein. Es sind alle aktuell bei uns auf der Internetseite. Wer Interesse hat oder wer mal sagt, okay, ich will einen Hund mehr zulegen, soll sich doch mal bei uns beraten lassen am besten. Genau. Es kann gut sein, dass wir mal was da haben. Es kann auch sein, dass wir nichts da haben. Aber die Leute werden beraten und wir sind mit anderen Tieren auch in Kontakt. Genau. Und dann schauen wir, ob da was sitzt. Ja, und vor alle Dinge nicht die dubiosen Nein, Geschäfte mit den Tieren, immer entweder an Autos oder sonst wo, das darf man wirklich nicht unterstützen und das muss man wirklich unterlassen. Dann wird man wahrscheinlich mehr in der Tierklinik sitzen wie alles andere. Ja, und das hat ein Tier nicht verdient und der Mensch dann auch nicht, der hier seine Freude und seinen Spaß mit seinem Tier haben möchte. Ne? Ja, so soll es auch sein. Man soll auch nicht übereilt sich was holen. Ja. Und man soll sich wirklich beraten lassen. Ja, passt der Hund zu mir, ne? Genau. Wo ich mir egal, was für ein Tier es ist, ob es jetzt Exot ist, Kaninchen, oder, Katze oder so, man soll sich beraten lassen, das ist A und O. Und da ist man bei euch wirklich schon immer sehr gut. Selbst wenn man jetzt, wie du sagst, momentan kein geeignetes Tier findet, aber ihr habt dann immer wieder, wo ihr sagen könnt... Ein Tier am stirbt nie aus. Genau. Definitiv nicht. Und ihr nehmt euch ja die Adressen und dann, wenn ihr wisst, oh, das passt zu denen oder wird zu denen Leute passen und dann ruft er die an. Ja, natürlich, da machen wir mit denen Termine aus und dann können sich die Leute die Tiere mal anschauen oder geben den Leuten dann mal andere Telefonnummern weiter, wo sie sich auch hinwenden können. Genau, das ist halt einfach. Katzen haben wir auch da, aber wir haben auch keine Katze mitgebracht. Nee, ist auch schon Stress, gell? Ich hatte mit unserem Tierleiter gesprochen, wir haben 30 Katzen zurzeit da. Zwischen 4 Monate und 14 Jahre. Auch, also und haben zwei Katzenjungs als Notfall. Das ist ein Katzenbrüderpaar. 14 Jahre, war ein Sterbefall. Vom Besitzer ist gestorben. Und die suchen dringend wieder ein Zuhause bei Leuten, die ihnen auch ältere Tiere eine Chance geben. Ja, weil das ist ja dann wirklich schlimm, wenn der Besitzer stirbt. Genau, und das ist es ist ja. Und das verdient eine Katastrophe, wenn sie auch dann zu uns kommen. Ja, gut. Und ihr habt auch wieder noch was Interessantes wieder mit eurem im Herbst. Türkränzen, gell? Oder? Ja, Moment. Adventskranzverkauf haben wir am 27.11., das ist ein Samstag von 14 bis 16 Uhr. Wir verkaufen wieder Adventskränzen, tun sie ja vorher selber basteln und samstags verkaufen wir sie dann zwischen 14 und 16 Uhr. Allerdings müssen sich die Leute bitte Corona-gerecht auch alles hinstellen und so und auch bitte Masken anziehen, weil bei uns auf dem Gelände ist Maskenpflicht und wir haben vorne dann, wie gesagt, den Tisch mit den Adventskränzen. Dann werden die Leute auch reingelassen. Dann auch. Ja. Wer einen Adventskranz kaufen will und uns dafür unterstützen will, ich gerade sagen, gerne, ist, wunderbar. Weil ihr könnt ja sowieso immer Spenden gebrauchen. Können wir immer. Weil bei euch geht es ja nie aus. Ihr braucht Futterärzte und was immer alles. Natürlich, wir kriegen auch öfters mal eine Katze, wo angefahren ist, eine Fundkatze. Und dann müssen wir die Kosten tragen. Genau. Und wenn es ein Bänkebruch ist, wird es teuer. Ja. Das ist es ja. So, jetzt haben wir unseren Timmy. Ja. So, den nehmen wir jetzt noch. So, der Timmy. Timmy ist. Oh, das ist aber auch ein hübscher. Ja. Guck mal, was hat der da noch? Timmy ist ein Löwenkopf. Ah, ja, dann komm mal, guck mal, komm mal. Wir hatten Timmy schon mal dabei gehabt. Machen wir schick. Timmy ist im Sommer bei uns gefunden worden in Worms. Timmy ist ein ganz, ganz lieber. Du bist ein kleiner Punk. Ja. So, wir haben mal Punkfrisur gemacht. Circa 2020 geboren. So wie wir es schätzen konnten, ist auch noch nicht alt. Was wir allerdings für ihn suchen, also wir suchen speziell die Leute, die eine kastrierte Häsin haben. Wir konnten bei ihm, bei den Fundtieren ist es halt so, wenn er nicht kastriert ist, sieht man es ja sehr gut. So. Bei ihm, es sind keine Hoden da, aber es sind auch nirgendwo diese Kastrationsnarben. Ach so. Unsere Tierärztin hat ihn geschallt, hat gesagt, also er dürfte eigentlich kastriert sein, aber wir wollen halt auf Nummer sicher gehen. Auch in der Bauchhöhle sitzt nichts, da hatten wir nachgeschaut. Aber wir wollen halt auf Nummer sicher gehen, dass wir eine kastrierte Häsin ihm dazu tun. Ach so, zur Vorsicht. Sicher ist sicher. Ja. Guck mal, da hat er so schöne Barthaare. Ja,
Ganz toll. Ja, beim Timmy kann ich eigentlich nur sagen, ein Goldstück. Ja, und bleibt ein Traum von einem Kaninchen. Ja, guck mal, kennt mich ja auch gelassen, gar nicht. Gelassen, cool, Blogger, ja, genau. Alles drum und dran. Und hat da noch, kannst du noch ein bisschen. Genau, finden. Soll ich jetzt sehen. Auch, wie gesagt, in die Wohnung. Mhm. Alle sollen jetzt in die Wohnung und im Sommer kann er dann auch raus. Aber wie gesagt, muss abgesichert sein. Ja. Da wir ja das Tier haben zurzeit auch nicht geöffnet haben, also sagen wir es mal so, wir weisen keinen ab normalerweise, aber wir lassen halt nur zurzeit Leute rein, die Termine bei uns haben. Kann man verstehen. Ist eine Sicherheit, ein Schutz auch für unsere Mitarbeiter. Ja. Und wir bieten aber, dadurch ist dann die Idee entstanden, dass wir Führungen anbieten. Und wir tolle bieten Idee. Auch jetzt nochmal eine Führung an. Die ist am, ich muss jetzt schauen. Ja, natürlich. Ja. Am 4.12. um 14 Uhr. Das macht die Christiane Gumbert, unsere erste Vorsitzende. Die führt dann die Leute rum. Da kriegen die Leute auch mal eine Einsicht, wie das so im Tierheim abgeht. Und wie die Tiere so gehalten werden. Die meisten, die kommen zu uns, die wissen gar nicht, was ein Tierheim ist oder waren noch nie in einem Tierheim oder haben sich noch nie in ein Tierheim getraut. Und die sind alle ganz begeistert, ja, also was wir jetzt durchweg haben. Habt ihr tolle Idee. Tolle das Idee. Bieten wir den Leuten an. Ja. Nur müssen sich die Leute bitte übers Internet bei uns anmelden. Weil es steht alles bei uns auf der Internetseite. Und, Tierheim.worms@gmx.de. Gut. Da können Sie sich auch anmelden und bei den Führungen dann mitgehen. Ja, tolle Idee, was ihr da gemacht und habt. Und da sind wir immer ganz happy, wenn die Leute auch sagen, ach, wir würden auch vielleicht mal helfen oder so. Wir suchen auch immer wieder für unsere Sonntagsdienste ab 18 Jahre die Leute. Das wäre wunderbar. Aber sie sollten halt geimpft sein. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Oder danach getestet und so, ne? Dass sie alles auf der sicheren Seite ist. Ne? Okay. Also das wäre jetzt noch zum Schluss. Und natürlich Spenden nehmen wir gerne. Das glaube ich. Bei den kleinen Tieren auch sehr gerne. Auch bei den Katzen. Handtücher, Betttücher, das könnt nehmen wir gerne. Könnt ihr auch brauchen, ne? Genau, brauchen wir immer. Weil wir haben ja auch eine Kleintierquarantäne. Da arbeiten wir nur mit Handtücher. Und die werden halt weggeschmissen, weil die halt dann verseucht sind. Ja. Wir haben zurzeit auch einen drin, der hat Schnupfen und der muss halt auch täglich frisch gemacht werden. Und es geht halt nicht anders. Natürlich. Aber natürlich. Wie gesagt, wenn jemand so auch mal was so bringen will und kann nicht zu den Öffnungszeiten kommen, von 9 bis 17 Uhr ist eigentlich immer von Montag bis Samstag immer jemand da. Wir haben auch eine grüne Spendenbox vorm Tierheim. Wenn man vorm Tor steht, links, so eine grüne Spendenbox, da kann man auch gut sagen. Wenn sie grün ist, kann man sie nicht übersehen. Nee, so eine Gitterbox, die kann man nicht übersehen. Okay. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder da wart. Bitte schön. Und habt wieder so süße Knuddelchen mitgebracht. Bis zum nächsten Mal. Gerne doch. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns. Im Programm geht's weiter. Es gibt wieder ein vielfältiges Programm. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Und wir sehen uns.